Albert Steinhauser von den Grünen ist der nächste Redner. Dankeschön. Kollege Bendl hat gesagt, keiner hat erfreut, wenn man am Freitag einen Antrag zugestellt kriegt. Das ist nicht das Problem. Wir können uns Tag und Nacht einen Antrag zustellen. Womit wir ein Problem haben, ist, wenn wir keine Zeit haben, diesen Antrag anständig zu prüfen. Und da müssen wir schon der Reihe nachreden. Es wäre kein Ausschuss mehr geplant gewesen, aber es ist auf die Opposition von Seiten der Regierung zugegangen worden und man hat gesagt, man hätte eine kleinere Dienstrechtsnovelle, nichts Großes. Na, da ist klar, das hat mitgeschwungen, es gibt einen Konsens mit der Gewerkschaft und man muss eine Kleinigkeit umsetzen. Da ist klar, dass man im parlamentarischen Prozedere, wenn das signalisiert wird, ermöglicht, dass sowas verabschiedet wird. Dann warten wir auf diesen Antrag, er kommt nicht. Gut. Dann kriege ich am Freitag am Abend von unserer Mitarbeiterin die Information, dass dieser kleinere Änderungsantrag bei uns eingelangt ist und dieser kleinere Änderungsantrag stellt sich als 46-Seiten-Antrag heraus. 46 Seiten mit einer A4-Seite Kommentierung kann man nicht sagen, Begründung. Nicht mehr, nicht weniger. Jeder, der weiß, wie Gesetze sonst ausschauen, wenn sie kommen, weiß, dass es umfassende Erklärungen und Kommentierungen gibt und dass diese A4-Seite, die hinten dran gehängt war, ein äußerst schmaler Beitrag war. So, am Freitag kriegen wir diesen Antrag, am Montag, also 48 Stunden später, wird er bereits im Ausschuss verhandelt. Keine Chance, zu dieser komplexen Materie mit Expertinnen oder Personalvertreterinnen in Austausch zu treten. Es besteht schlicht keine Chance zu prüfen. Ist diese Lösung jetzt europarechtskonform? Es hat ja schon zwei Niederlagen vom Europäischen Gerichtshof gegeben. Wie sind die finanziellen Auswirkungen dieses Antrags? Keine Chance, das zu prüfen. Und ist das tatsächlich ein faires Angebot an die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer? Und so kann Parlamentarismus nicht funktionieren, dass man, ich sage es jetzt vorsichtig, unter, Vorspielung stark verkürzter Tatsachen sich einen Ausschusstermin holt und dann eine Materie von einer Umfang und einer Bedeutung hereinbringt, möglicherweise von den finanziellen Auswirkungen, die nicht zu unterschätzen sind. Das geht so nicht. Das ist kein Parlamentarismus, wie wir ihn uns vorstellen. Und ich glaube, da spreche ich im Namen der gesamten Opposition, das lassen wir uns nicht gefallen. Und ein Ersuchen um eine ähnliche Vorgangsweise, wenn der Antrag nicht am Tisch liegt, der braucht bei der Opposition gar nicht mehr vorgetragen werden. Den werden wir mit Sicherheit ablehnen. Es wird nur mehr ein Entgegenkommen geben, wenn klar ist, was am Programm steht. Es wird von uns unter diesen Umständen eine strenge Auslegung der Geschäftsordnung geben. Aber die Regierung glaubt ja bis zu einem, oder nicht die Regierung, die Regierungsparteien glauben ja bis zu einem gewissen Teil selbst nicht ganz einen Antrag, weil sie bringen ja heute einen Entschließungsantrag ein, der ist noch nicht eingebracht, der schon wieder alles relativiert. Da heißt es, es sollen entsprechende Verbesserungsvorschläge berücksichtigt werden, wenn eine Prüfung ergeben sollte, dass mit der Neuregelung eine Beeinträchtigung der Lebensverdienstsumme einhergeht. Das heißt, wir beschließen heute was, aber gleichzeitig geben wir schon wieder der Regierung einen Auftrag, eine Novelle zu machen, wenn das nicht eintritt, was man vorgibt, das eintreten sollte. Ich meine, das ist kein professioneller Parlamentarismus und man braucht sich nicht wundern, wenn man unser Geschäft und unser Metier nicht ernst nimmt, wenn wir so vorgehen. So, daher bleibt uns heute nichts an. Man kann den Antrag gut oder schlecht finden, aber wenn man keine Chance zur Prüfung hat, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Antrag heute abzulehnen. Und das werden wir tun, denn wir können nicht für etwas Verantwortung übernehmen als Abgeordnete, was wir nicht eingehend prüfen konnten. Dankeschön. Auch Albert Steinhauser von den Grünen kritisiert also die fehlende Begutachtungszeit, die die Opposition zur Verfügung hatte, und signalisiert, dass seine Fraktion nicht zustimmen wird.